Die Torhüter im Fokus beim Kellerduell Türkgücü München gegen den SCV. Robin Brüseke, ab sofort Rekordkeeper des Sportclubs. 188 Einsätze, zieht gleich mit Andreas Ortkämper. Und bei Türkgücü, Rene Vollert nach zwei Spielen auf der Bank zwischen den Pfosten, hatte zuletzt ja Franco Flückinger den Vortritt lassen müssen. Und der 31-Jährige sollte noch zeigen, warum es die richtige Entscheidung war, ihn zu bringen. Hinein in die erste Halbzeit, 11. Minute, Corbos zurück nach Gelb-Rot-Sperre, Traumpass auf Akono. Der Pfosten rettet früh für Türkgücü München. Cyril Akono nach diesem Traumanspiel macht alles richtig, lässt Vollert stehen, lässt Rieder ins Leere laufen. Nur das Aluminium hatte was gegen den frühen Führungstreffer der Gäste. 4 Minuten später, nächster Traumpass auf Akono. Und diesmal war Vollert zur Stelle und verhinderte den Rückstand. Auch wieder sehr geradlinig gespielt von Rabihic gegen seinen Ex-Club Ferl. Richtig gut in Schuss in dieser frühen Phase der Partie. 21. Minute. Langer Ball auf Petkov. Mit der Reingabe wird abgeblockt von Kusic. Und dann kommt wieder Akono. Und wieder hieß die Endstation Rene Vollert, der wirklich alle Körperteile zur Verfügung hatte und zur Verfügung nahm, um hier das Tor zu verhindern mit dem Kopf. Privatduell Akono-Vollert ging in den ersten 45 Minuten an den Münchner Schlussmann. Die zweite Hälfte, Türkgücü offensiv deutlich besser mit Irving. Und er sitzt gleich im ersten Versuch, 56. Spielminute. Der Schotte mit seinem ersten Drittligator lässt Robin Brüseke keine Abwehrschoss. Macht der Edel vorbei an Lach, direkt aus der Luft ins lange Eck. Das 1:0 für die Münchner. Der SC Verl zunächst geschockt, dann aber wieder nach ein bisschen Schütteln im Vorwärtsgang. Wieder mit Rabihic und der Pass perfekt für Schapina. 63. Minute Ausgleich. Der defensive Mittelfeldspieler mit seinen 1,94 Körpergröße stand goldrichtig. Zweiter Saisontreffer, hatte schon beim letzten Auswärtssieg in Zwickau vor 3 Monaten getroffen. Und Rene Vollert zum ersten Mal geschlagen. 2 Minuten später, Frederik Lach. Der Ball rutscht ihm ein bisschen ab, kommt aber perfekt auf Petkov, der für Akono. Und dann macht er doch sein Tor. Spiel gedreht, 65. Minute. Ferl 2:1 vorne. Dank dieser perfekten Vorarbeit zwischen die beiden Innenverteidiger Mavrai und Rieder hinein. Und Cyril Akono im 5. Versuch dann mit seinem 5. Saisontor. Die Schlussphase. Türkgücü warf alles nach vorne. Der eingewechselte Hottmann. Auch der macht Bekanntschaft mit dem Aluminium. Toller Kopfball, aber hier rettet der Pfosten für Brüseke. Spiel aber noch nicht vorbei. Wir sind in der Nachspielzeit. 92. Minute. Sararer. Was ein Solo. Lupft den Ball nochmal nach innen. Brüseke vor die Beine von Hottmann zum ersten. Hottmann zum zweiten. Ausgleich. Unfassbar, aber war Türkgücü belohnt sich letztlich für eine Schlussoffensive mit viel Personal und mit Erik Hottmann, der vom VfB aus der Jugend kam mit seinem ersten Drittligator, beendet er dieses Spiel mit seinem Schlusspunkt zum 2:2 Endstand. Ja, nervenaufreibend. Also, wenn man 1-0 führt, dann wieder 2-1 hinten liegt. Ist natürlich schwer für die ganze Mannschaft. Also, das durchleben wir jetzt schon in den kompletten letzten Wochen. Und ja, ich denke, das ist umso wichtiger war jetzt auch nochmal für die Mannschaft, dass wir da nochmal den Anschluss kriegen, da wenigstens mal einen Punkt mitnehmen. Ich meine, am Ende haben wir es in der ersten Halbzeit, glaube ich, perfekt gemacht. Fast unser bestes Spiel, sage ich. Und ja, einfach Tore machen, sonst alles genauso machen wie vorher auch. Und das haben wir dann, glaube ich, auch wenn wir ein Gegentor kriegen, ganz gut umgesetzt. Leider halt nicht über die Zeit gebracht. Enttäuschung also beim Sportclub Ferlmann überwintert im zweiten Drittliga-Jahr auf einem Abstiegsplatz. Ja, und bis kurz vor Schluss stand der Türkgücü noch drauf. Aber sie sind diesem Abstiegsplatz eben in letzter Sekunde nochmal von der Schippe gesprungen mit dem 6. Unentschieden in dieser Saison. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.